Es ist auch witzig, dass man es Wahrnehmungsvorgang nennt, wo es doch eher ein Wahrgebungsvorgang, ein Wahrauszeichnungsvorgang ist, ein Produktionsvorgang, der das, was er produziert und perzipiert und dann auswirft am Ende der Vorstellungsreihen als das einzig möglich wahrhaftig Wirkliche darstellt, obgleich es immer begleitet ist von dem gleichzeitigen Vorgang der Verunwirklichung, der Skepsis, ob dieses als wirklich und wahr und sichtbar und erfahrbar und fühlbar und tastbar und so weiter dargestellte tatsächlich das Wirkliche Wirkliche darstellt, weil es eben keinen direkten Verifizierungsvorgang gibt, das Dargestellte auch wirklich zu erreichen, zu überprüfen, in seiner Rätselhaftigkeit zu erfassen oder festzuhalten, sondern es sich immer darstellt als kontinuierlich entgleitende Filmschleife des sich Entziehens durch allzu vielfältige Komplexität zum Beispiel und gleichzeitig mit dem untergründigen Grollen der Angst, es möchte irgendwann einfach der Abspann kommen und da das große Wort Ende am Firmament halluzinatorisch aufleuchten, etwa so wie Woody Allen seine Mutter über den Wolkenkratzern New Yorks, nachdem sie tot ist, epiphanieren lässt, um ihn weiter zu nerven.